Es ist sehr interessant, Shalom Aleichem, es ist sehr interessant, dass in dem Torah, in dem Tanach, sehr oft Frauen gehen, schöpfen Wasser vom Brunnen. Und wie kann das sein, das ist normalerweise keine Arbeit von Frauen? Also steht geschrieben in Bereishis 24, 13, und die Töchter von der Stadt gehen zum Wasser schöpfen nach Hause. Verschiedene Plätze in dem Tanach sehen wir, dass Frauen und Mädelach gehen zu den Brunnen, zu holen, zu bringen Wasser. Rachel, Rivka, Zipora. Also man sieht die Frau von Moishe, auch bei Shaul, wo er geht mit seinen Begleiter zu suchen Shmuel, kommt sie entgegen eine Gruppe von Mädelach, Shmuel Aleph Kapitel 9. Und es gibt mehrere Plätze, dass Frauen gehen, schöpfen Wasser. Und das ist ein Wunder. Wie kann das sein? Das ist eine Aufgabe normalerweise von Männern und nicht von Frauen. Sogar in die Halacha, in Rambam, steht geschrieben, das ist nicht von den Verpflichtungen oder von der Abmachung, was eine Frau macht, ihre Mann. Und das ist auch nicht ihre Aufgabe, zu bringen Wasser zu ihrem Mann. Weil das ist nicht die Aufgabe von Frauen, gehen von zu Hause, überall zu anderen Leuten. Und er kann sie nicht zwingen, Wasser zu bringen. Und unsere Frage ist, warum sieht man, dass Rivka und alle jüdischen Frauen gehen Wasser schöpfen? Das ist die Frage an euch. Was denkt ihr?